Marian Gunten zugeschaltet aus dem Bundestag. Er ist für uns bei der SPD. Marian und die Ampelfraktion haben die Bauern für den kommenden Montag zu Gesprächen eingeladen. Der Kanzler macht allerdings klar, es bleibt bei den Plänen. Also, was kann dieses Treffen bringen? Ja, ganz genau. Und diese Frage, die gebe ich direkt weiter an den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Hallo. Wie konkret sollen die Gespräche denn am Montag ablaufen? Was will man den Bauern eigentlich anbieten noch? Erstmal geht es jetzt um einen offenen Dialog. Die Bundesregierung hat sich zubewegt auf die Landwirte. Das gibt dort Proteste, man ist nicht einverstanden. Ich finde, das ist ein richtiges Signal, dass die Bundesregierung sagt, wir gehen einen Schritt auf die Landwirte zu. Aber jetzt sind die Fraktionen hier im Deutschen Bundestag dran, den Haushalt aufzustellen. Und da macht es Sinn, dass man erstmal überhaupt miteinander ins Gespräch kommt, dass man redet. Ich glaube, es geht in diesen Tagen um weitaus mehr als die Frage des Agrardiesels. Es geht um Respekt und Anerkennung auch für das, was Landwirte leisten. Es geht um die Frage, ob die Menschen im ländlichen Raum gesehen werden. Und wenn Sie auf die Landwirtschaft gucken, dann gibt es dort seit Jahren schon schleichende Prozesse, die es immer schwerer gemacht haben, bäuerliche Landwirtschaft in diesem Land überhaupt aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel die Marktmacht der Discounter. Das sind Dinge, über die müssen wir einen politischen Prozess haben. Ich möchte, dass wir in Deutschland eine starke Landwirtschaft haben. Und wie diese Zukunft der Landwirtschaft organisiert sein kann, darüber muss es jetzt in den politischen Gesprächen gehen. Und es ist gut, dass die Fraktionen den Gesprächsfaden jetzt aufnehmen. Jetzt ist man den Landwirten ja ein Stück weit schon entgegengekommen, aber Fakt ist, das wird alles Geld kosten. Sie bringen jetzt hier auch ein Lockern der Schuldenbremse ins Spiel. Gegen die FDP wird das aber kaum durchsetzbar sein. Wie stellen Sie sich das vor? Es gibt ja zwei Punkte, in denen wir gerade sehr tagesaktuell auch über die Schuldenbremse diskutieren. Das eine ist, dass ich befürchte, dass, was die Frage der Ukraine angeht, noch höhere Anforderungen an Deutschland auch auf uns zukommen. Wir wissen nicht, wie die Wahlen in den USA laufen werden, aber klar ist für mich, dass wir weiter sehr stark an der Seite der Ukraine stehen müssen, dass wir unterstützen müssen, militärisches Gerät, dass wir beim Wiederaufbau helfen müssen. Und ich möchte, dass wir nicht in eine Situation in Deutschland kommen, wo wir innenpolitische Maßnahmen gegen diese wichtigen Unterstützungsleistungen für die Ukraine diskutieren. Und da bin ich auch sehr klar, da muss dann im Zweifelsfall die Schuldenbremse fallen, damit wir die Ukraine weiter unterstützen können. Und das Zweite ist natürlich die Situation in den Hochwassergebieten. Wir haben noch Unterstützung zugesagt, was das Ahrtal angeht, eine Hochwasserkatastrophe, die hinter uns liegt, aber wo der Bund in der Verantwortung steht. Und es geht jetzt auch um die Aufarbeitung dessen, was dort in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen passiert ist mit dem Hochwasser, das über die Feiertage jetzt uns ereilt hat. Auch da ist noch gar nicht klar, wie hoch sind die Schäden. Aber klar ist für mich, der Bund steht auch mit in der Verantwortung, den Menschen dort zu helfen, den Wiederaufbau zu garantieren. Und wissen Sie, auch da darf es doch keine Situation geben, wo man das eine gegen das andere diskutiert. Und für mich ist dann völlig klar, dann müssen wir Wege finden und die Schuldenbremse gehört mit dazu. Und grundlegend, das will ich auch noch sagen, das haben wir auf unserem Parteitag sehr klar gemacht als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die Schuldenbremse ist mittlerweile ein absolutes Hemmnis für Investitionen in die Zukunft. Das ist eine Zukunftsbremse und deswegen wollen wir darüber diskutieren, wie die Schuldenbremse in Zukunft reformiert werden kann, wie sie grundlegend reformiert werden kann. Dieses Angebot machen wir allen demokratischen Parteien. Diesen Dialog wollen wir suchen. Und ich bin dankbar, dass es beispielsweise auch in der CDU, dass es dort sehr ernstzunehmende Stimmen gibt, die auch sagen, wir müssen die Schuldenbremse reformieren. Olaf Scholz war heute in Cottbus bei den Bauern, aber er hat nicht wirklich mit den Bauern selber gesprochen. Viele Landwirte ärgert das gewissermaßen. Und wir stehen hier ein bisschen vor französischen Verhältnissen fast schon in Deutschland. Wäre es nicht Zeit, dass der Kanzler sich mal auf irgendeinen Marktplatz stellt und sagt, so, ich rede mit den Leuten? Er hat das nach meinen Informationen getan. Er hat dort mit dem Präsident auch des Bauernverbandes geredet. Die Fraktion tut das, ich selbst tue das. Also es gibt viele führende Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die in diesen Tagen mit den Vertreterinnen und Vertretern aus der Landwirtschaft im offenen, ernsthaften Dialog sind. Das ist richtig, dass man diese Gespräche führt. Und ich will Ihnen schon sagen, dass ich auch wahrnehme, dass es auf Seiten der Landwirtschaft, dass es dort ein ernsthaftes Interesse gibt, dass dieser Dialog nicht abgleitet wie in anderen Ländern, dass man nicht zulässt, dass diese zerstörerischen Kräfte, die versuchen auch die friedlichen Proteste der Landwirte für sich zu nutzen, die von Umsturzfantasien dann auch fabulieren. Da gibt es ein klares Stoppschild der Landwirte, dafür bin ich sehr dankbar, aber das erhöht auch nochmal die Pflicht auf uns, dass wir in einen ernsthaften Dialog gehen. Das startet in diesen Tagen an ganz vielen Stellen in der Fraktion, durch den Bundeskanzler, durch die Parteiführung und das ist der richtige Weg. Jetzt gibt es ganz aktuell Enthüllungen, dass es ein AfD-Geheimtreffen gab, wo man ja gewissermaßen Abschiebepläne, Remigrationspläne geschmiedet hat. Ihre Kollegin Saskia Esken hat immer mal wieder auch ein Verbot der Partei ins Spiel gebracht. Wie stehen Sie dazu?
Erstmal ist es schockierend, dass die AfD mit organisierten Rechtsextremen dort ins Gespräch kommt, um diese Remigrationspläne auch sehr konkret zu diskutieren. Das zeigt, dass die AfD dabei ist, auch Deutsche aus diesem Land abschieben zu wollen, dass man Menschen wieder sortiert nach Hautfarbe, nach Migrationsgeschichte, nach Religion, vielleicht nach politischer oder sexueller Identität. Also das zeigt, auf welchem Weg die AfD ist. Das ist keine bürgerliche Partei, das ist keine rechte, keine konservative Partei, es ist eine rechtsextreme Partei. Das wird in diesen Tagen für alle sichtbar, klar und deutlich. Und das heißt eben auch, wir müssen diese Partei als rechtsextreme, als verfassungsfeindliche Partei behandeln und bekämpfen. Das heißt, sie politisch stellen, wirklich auch jedem Bürger, jeder Bürgerin deutlich machen, wofür stehen die, was wollen die. Und das heißt aber auch, und das ist meine klare Erwartung, dass die staatlichen Organe, dass die an jeder Stelle prüfen, wo sind rote Linien überschritten, wo ist die Verfassungsfeindlichkeit auch klar erkennbar und mit welchen Schritten kann dann reagiert werden. Das muss geprüft werden. Da vertraue ich auch den Behörden, die entsprechend das in der Hand haben. Aber die Dringlichkeit und die Notwendigkeit, sich mit dieser Partei auseinanderzusetzen, dieser Partei keinen Zentimeter mehr Macht zu geben und das auch ernst zu nehmen und das nicht als spinnernden Kram abzutun, das ist mit den Enthüllungen von gestern noch mal sehr deutlich geworden. Herr Klingbeil, vielen Dank. Also ein breites Themenspektrum, das hier bei der Klausurtagung besprochen wird. Auch mit dabei dann Olaf Scholz, der sich dann hier auch noch mal 90 Minuten lang der Fraktion stellen wird.